Hey Leute und willkommen zu einer Runde Golf Club 2. Ich habe den ersten Teil schon mal eine ganze Weile gespielt, als der rauskam, vor anderthalb, zwei Jahren, glaube ich. Und jetzt der zweite Teil ist seit ein paar Wochen draußen. Ich zocke ganz gern mal Golf, muss ich dazu sagen. Ich habe früher sehr viel Tiger Woods PGA Tour gezockt und auch den letzten Ableger auf der PlayStation 4. Allerdings nicht mehr mit Tiger Woods, sondern mit Rory McIlroy. Aber Golf Club 2 richtet sich dann doch eher an die Simulationsfans vom Golfsport. Ich war selber noch nie auf einem Golfplatz, zumindest nicht mit einem Schlägerset. Ohne schon, aber nicht mit. Und habe so ein Eisen noch nie selber in der Hand gehabt. Aber ich zock das ganz gern mal. Und Golf Club 2 ist schon relativ hart. Also man muss da sich eine Weile einspielen, bis es dann mal gut funktioniert. Es gibt hier einen Karrieremodus, es gibt einen wunderbaren Platzdesigner im Spiel, wo man selber herrliche Plätze machen kann oder halt Golfplätze auch bearbeiten kann. Und theoretisch läuft hier alles online ab, aber wir gehen einfach mal weiter in die Karriere rein und dann zeige ich das einfach mal so ein bisschen beim Zocken. Rechts oben steht irgendwie, immer noch spielen sie vier Runden, ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, 740 an Credits oder an Geld habe ich jetzt schon zusammen. Damit könnte ich zum Beispiel die Gesellschaft aufstufen, denn ich habe automatisch eine eigene Karrieregesellschaft. Die wird automatisch erstellt. Ich habe damit überhaupt nichts gemacht bisher. Und von dem Geld kann man sich irgendwelche Sachen kaufen. Darum geht es mir aber gar nicht so sehr. Denn ich stufe jetzt mal die Gesellschaft auf, dann kann man irgendwie mehr an Turnieren dran teilnehmen oder was weiß ich, keine Ahnung. Genau. Erhöhe die Anzahl der Turniere pro Saison auf 15, jetzt gerade auf plus 10. So, neue Saison erstellen, ja, können wir mal machen. Es gibt auch eine Mitgliedsliste und hier waren sogar Leute drin. Nun weiß ich nicht, ob das reale Leute sind. Oder ob das irgendwelche NPCs sind. Falls das echte Leute sind, sind die alle besser als ich. Naja, macht ja nichts. Wir gehen einfach mal auf den Golfplatz. Clubhaus wechseln. Man kann halt auch woanders beitreten. Was weiß ich. Keine Ahnung. Geht mir bloß darum, immer mal am Abend vielleicht mal so 18 Löcher zu schlagen. Der große Vorteil hiervon ist, wenn man einmal auf dem Golfplatz angekommen ist, in dem Fall irgendwo hier, sind die Ladezeiten zwischen den einzelnen Löchern unglaublich gering. Man kann halt am Anfang alles Mögliche an Golfplätzen auswählen. Viele oder die meisten davon sind von irgendwelchen Usern erstellt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen einfach mal den hier. Man sieht schon, wie oft der bespielt wurde rechts unten. Der hat 5 Sterne, 14.500 Mal. Wurde da schon abgeschlagen, also von verschiedenen Spielern. Und 18 Löcher, 72 Schläge für 18 Löcher insgesamt. Oberfläche ist fest, soll wohl schwierig sein und mittelschnell ist der Rasen. Mal gucken. Schwierig, schwierig. Steht überall schwierig, aber der sieht ganz gut aus, zumindest so auf dem Screenshot. Und da würde ich sagen, legen wir da einfach mal los. Man kann das halt einstellen. Also man kann das auch direkt mit ein paar Leuten zocken. Aber ich zocke das so für mich ein bisschen. Wie viele Runden man zocken will. Ich mache jetzt mal auf eine Runde runter. Das reicht. Turnierindex 1. Formateinstellung. Turnierart normal. Die Tees. Da kann man dann noch die Entfernung einstellen, wo man abschlagen möchte. Da gibt es verschiedene Abschläge. Wie weit das dann zum jeweiligen Loch ist. Ich glaube, schwarz ist halt da auch, wo die Profis abschlagen, also schon das Weiteste. Da wird auch nochmal, glaube ich, im echten Leben Unterschied zwischen Männern und Frauen gemacht. Und wir nehmen mal die goldene Mitte, blau. So, fertig, genau. Das dauert immer ein kleines Momentchen, weil das alles dann online technisch funktioniert. Turnier hinzufügen. Genau. Halt. Moment. Neues Turnier. Genau. Da muss ich drauf gehen und dann kommt nochmal eine Oberfläche.
ist nicht so einfach gemacht. Man muss sich da so ein bisschen durchklicken und dann kann ich rechts unten Saison beginnen. Und dann kann ich noch, glaube ich, die Schwierigkeit auswählen, den dann auch jeweils andere Spieler ausgewählt haben. Glaube ich. Schwierig Level 5, sehr schwierig Level 10. Ich bleib jetzt einfach mal bei Mitte. Oder warte mal. Hat sich da hier gerade was geändert? Ach so, da werden die Yards wieder zurückgesetzt. 6527. Okay, irgendwas ändert sich da. Na gut. Keine Ahnung. Weiter geht's. Komm, wir wollen einfach bloß eine Runde zocken. Man kann halt die Karriere so selber für sich einstellen, dass man verschiedene Plätze hat und verschiedene Runden. Also ich hätte jetzt, keine Ahnung, 8 Golfkurse, 2 bis 4 Runden zusammenwürfeln können. Und ich fange jetzt hier einfach mal an. Man kann halt hier direkt noch andere Spieler hinzufügen. Format Schlag, Scoring mit Handicap, nein. Tees sind die blauen, also die mittleren, die wir vorhin eingestellt haben. Flackenstöcke. Ja, legen wir einfach mal los. Sollten wir packen die 18 Löcher. Jo, da sind wir schon drin. Wie gesagt, das lädt relativ schnell. Sieht auch ganz gut aus. Und ich überspringe das jetzt einfach mal alles. Oben links sehen wir Loch 1. 470 Yard bis zum ersten Loch, bis zur ersten Flagge. Paar 4, sprich 4 Schläge, komme ich dann bei plus minus 0 raus in der Schlaganzahl. Schlagindex 7. Jo, Spieler, der erste Schlag, gesamt even Paar. E steht immer für even Paar, also für plus minus 0 und gesamt übers Turnier auch dasselbe. Rechts oben dann Abschlag oder Putting oder was dann da stehen würde, je nachdem, was man gerade macht, mit welchem Schläger, dann drunter die ungefähre Entfernung, die der Schläger schaffen kann. 240 Yards, wenn ich da ein bisschen hin und her wechsle, wird es halt weniger oder mehr, je nachdem. Da kann man noch einstellen, Driver normal oder ein Punch. Ich lasse es jetzt einfach mal auf normal. So, dann könnte ich mir noch eine Übersicht holen. Wir sehen, links unten dort stehe ich, rechts oben, da muss ich hin. Mit meinem kleinen Golfball. Und man könnte zum Beispiel, was die Sache halt immer ein bisschen einfacher gemacht hat, bei zum Beispiel Tiger Woods früher, man konnte in der Luft den Ball noch so ein bisschen einen Spin geben, dass er dann nochmal in eine bestimmte Richtung rollt, wenn der dann wieder aufkommt. Das geht hier nicht. Also der rollt dann einfach. Man muss da schon beim Schlag vorher hier zum Beispiel einstellen, dass man da so ein bisschen was ändert. Aber da würde ich immer die vorgegebenen oder die vorgeschlagenen Schlägertypen wählen oder Abschläge wählen, die dann einem das Spiel vorschlägt. Kann man auch ausschalten und dann loslegen. Oben sehen wir noch die Windverhältnisse. 11 Meilen pro Stunde, in dem Fall von hinten. Das heißt, der wird ein bisschen weiter fliegen auf ein Dreieck oder auf Dreieck. Ich spiele das gerade mit dem PS4 Gamepad. Zoome ich dann ran, das ist dann so die ungefähre Weite. Jetzt einfach so hier grob in der Mitte, wo ich ungefähr dann hinkommen würde mit dem Schläger. Wenn ich jetzt mal einen kleineren oder einen kürzeren Schläger wähle, sehen wir, dann zoomt er nicht ganz so weit ran. Wir können aber ruhig bei dem 240 Yard Carry bleiben. Mit dem Rückenwind sollten wir da noch ein bisschen weiter hinten hinkommen und mit dem Rollverhalten des Balles eventuell, naja, mal schauen, wie es läuft. Jo, und dann heißt es einfach so, man kann halt nicht, ne? Also man sieht jetzt hier nicht, wo ich genau aufkomme, sondern man muss das so ein bisschen abschätzen, auch anhand der Windverhältnisse oder des Wetters. Je nachdem, ob der Boden dann trocken ist oder nass ist, rollt der Ball dann auch nochmal anders. Und einfach ausholen, dann könnte ich zuschlagen. Oder ich lasse es, ich übe erstmal. Achso, ich sehe gerade, ich habe die Kamera eingeschaltet von mir. Ihr seht wahrscheinlich links oben das jetzt gar nicht, was ich vorhin erklärt habe. Ist auch nicht so schlimm. Ich erzähle es euch einfach bei jedem. So, ich hau jetzt einfach mal zu. Zack. Rechts unten sehen wir dann, wie ich geschlagen habe. War ganz okay. Rückschwung, Downswing, perfekt. Und ja, sind so um die 200, naja, kommen 80 Yards zusammen. 278 Yards, wunderbar. Haben wir geschafft. Und dann jetzt wieder die nächsten paar Yards bis zum Loch. Gucken wir mal. Boah, das ist wirklich schwierig bei so viel Wind. Da bin ich wieder. Ich bin aber sehr, sehr vorsichtig. Ich probiere es mal mit dem hier. That looks like a 5-iron. Roll. Ah, verdammt. Deswegen habe ich die Kamera eingeschaltet, weil ich mich
schon ein bisschen gern mal ärgere, wenn sowas nicht funktioniert. So, das Ding jetzt noch dahin chippen. Ist wirklich nicht so einfach. Gerade, man kann hier alle Hilfen ausschalten. Ihr könnt das komplette HUD ausschalten. Beim Putten, da muss man wirklich sehr vorsichtig vorgehen. Hier sieht man noch dieses Gitternetz, auch das kann man ausschalten. Das ist so noch die einzige Hilfe beim Putten, die einigermaßen hilft, weil sonst wird es echt schwierig, das irgendwie abzuschätzen, wenn das Gitternetz hier nicht angezeigt wird. Rechts unten, es werden zwar die Xbox-Tasten angezeigt, aber ihr könnt auch ganz normal mit dem PlayStation 4 Gamepad spielen. Und dann versuche ich den mal da ein bisschen gut rein zu putten. Deswegen habe ich die Kamera an. So, jetzt aber rein damit. Ach, Gott sei Dank. Even Par, plus minus 0, 4 Schläge gebraucht für ein Viererloch. Nee, plus 1 waren 5 Schläge. Stimmt, der erste Putt ging ja daneben. Gut, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Und je nachdem, wie gut man dann halt abschneidet zum Schluss, gibt es ein bisschen mehr Geld. So einfach ist das. So, da sind wir schon beim nächsten Loch. Es geht ganz flott, ein Dreierpaar. 214 Yards. Sieht ganz gut aus. Muss halt immer gucken, wie kommt der Wind. Ich habe eher immer so einen Rechtszug drauf. Aber wir sehen durch den Wind. Oh. Der rollt zwar jetzt scheiße, aber der Flug war nicht schlecht, ne? Junge, Junge. Na gut, dann versuchen wir den nochmal so ein bisschen ran zu chippen. Flup. Oh. Der rollt halt teilweise auch ewig, ne? Der Ball, wenn das jetzt noch ein bisschen steiler bergab geht hier. Oder einfach ein paar Grad und ein bisschen höheren Winkel und schon landet er ganz unten am Green wieder. Ha, da freue ich mich. Super. Gut. Wunderbar. Weiter geht's. Geht halt direkt weiter, ne? Geht recht schnell. Hier ist echt viel Wind. So viel Wind hatte ich jetzt hier noch nicht auf. Oh, den habe ich ganz schön verzogen, aber der Wind gleicht es ein bisschen aus. Der kam von rechts oben. Da wo mein Schlag eigentlich schwungtechnisch hinging. Passt aber soweit, ganz gut. Gibt halt verschiedene Kameraeinstellungen, die ihr noch wählen könnt. Zeige ich gleich mal beim nächsten großen Abschlag. Und jetzt. Man kann halt noch deutlich mehr beeinflussen, ne? Über dieses Fenster rechts, was ich mit Viereck oder mit X aufrufe. Um da nochmal verschiedene Einstellungen zu machen mit dem Schläger. Da gibt es so 100%. Ich kenne mich damit sowieso auch nicht aus, aber so ein bisschen grob weiß ich schon, was man ungefähr braucht. Halt. Jetzt war ich wieder verkehrt. Puh. Da ich immer leicht nach rechts ziehe. Ha. Und hoch mit dir. Reingetrippt, ich gehe kaputt. Geil, ich freue mich. Das ist super. So, weiter geht's. Relativ viel Wind. Man muss dann auch so ein bisschen aufpassen. Ich meine, hier geht's. Das da hinten ist ein bisschen gemein mit dem Wasser, dass die Fahne so nah dran ist, aber passt schon. Vielleicht kann ich es bei so einem 500 Yard Schlag mal zeigen, was ich meine, dass man sich dann halt den ersten Ball nicht einfach wieder rechts. So, das ist zum Beispiel eine andere Kameraeinstellung. Ich kann auch von hier aus gucken. Da wird der Ball da ein bisschen größer dargestellt, damit man aus der Entfernung auch noch sieht. Dass man halt schon guckt, bevor man, also für den zweiten Schlag eventuell, für den zweiten weiten Schlag, dass man da dann schon den ersten so gut platziert, dass der zweite dann eventuell zwischen zwei Bunkern lang geht und nicht direkt über einen drüber oder irgendwie sowas oder zwischen den Bäumen. Das wird nichts, das wird nichts. Da muss ich wenigstens den nehmen, sonst lande ich, wenn ich den anderen Schläger nehme, ich unten im Wasser. Ich denke, das
passt ganz gut. Nicht ganz so weit rechts, aber ich hätte noch ein bisschen weiter rechts gehen sollen. Deutlich weiter rechts. Der Wind treibt den ganz schön rüber, habt ihr gesehen. 13 Meilen pro Stunde. Wiederhole ich halt mein Kunststück nochmal von eben. Bisschen nach links. Wir sehen, das Gitternetz geht nach rechts. Deswegen wird er nach rechts springen, wenn ich jetzt hier... Oder nach rechts rollen. Also es gibt da noch viel mehr Fachausdrücke beim Golf. Wie gesagt, die kenne ich alle nicht so genau, aber mir macht das Spaß. Ja, oh, super. Puh, selbst die kurzen Schläge sind nicht ohne, muss ich dazu sagen. Bin schon froh, wenn wir bei Even Par sind. Die erste Runde, die ich hier gespielt habe, war plus 18. Also mindestens ein Bogey plus. Mindestens ein Bogey pro Runde oder pro Loch sozusagen. So, jetzt haben wir hier plus 12 Meilen pro Stunde Rückenwind sozusagen. Da hau ich da einfach mal dran, wa? Boah, easy. Super. Hier gibt es jetzt auch nichts weiter zu beachten. Wenn ich jetzt von hier geradeaus zur Fahne hintergucke, da ist nichts weiter im Weg. Rechts und links sind die Bunker davon, wenn ich das so richtig begutachtet habe. Genau, und hier schön mittig kann nichts weiter passieren. Ist dann die Fahne. Das wird nicht reichen. Ich meine, es ist ein 5er Paar. Ich bin gestern bei einem 5er Paar ganz, ganz knapp ein paar Millimeter bloß am Eagle vorbei. Das heißt, zwei Unterpaar, sprich mit drei Bällen eingelocht. Ich versuch's mal. Genauso wie er jetzt einfach liegt. Scheiße. Er wird nicht aufs Green kommen. Scheiße, ich hätte doch den anderen Schläger wählen sollen. Aber da wäre ich mir dann zu unsicher gewesen, dass der dann zu weit springt in dem Moment. Habe ich ihn auch falsch gewählt, den Schläger, aber wir kommen mit dem dritten Schlag schon ein bisschen näher. Schade, jetzt hatten wir noch einen Putting-Versuch für ein Birdie, sprich minus 1. Es gibt dann Bogey, Double Bogey, Triple Bogey, glaube ich auch. Ich glaube maximal 8 Schläge oder so. So, das ist jetzt natürlich... Hätte ich auch gar nicht dran schlagen brauchen. Das ist halt so herrlich, ne? Da kann halt auch mal sowas vorkommen. So, jetzt aber. Besser. Ist okay. So, das heißt, wir sind jetzt schon bei plus 1. Wenn ich ihn jetzt versenke, kriege ich trotzdem einen Strafschlag oben drauf und bin dann nicht mehr bei Even Par, sondern bei plus 1. Das heißt, es wäre ganz geil, wenn der jetzt so reingeht. Bisschen schnell, aber war drin. Plus 2. Scheiße. And that performance has led him to go down in the standings. Ja, schade. Mich beim zweiten Schlag komplett vertan. Vielleicht kann ich hier wieder ein bisschen was rausholen. Das ist wirklich nicht so einfach hier. Sieht immer alles recht schön aus, aber die Gegebenheiten hier machen es mir wirklich nicht so einfach. Fuck, ey. Der landet mit Sicherheit da hinten im Bunker. Könnte ich wetten. Like this is going a bit long.
Too much club. Oh, Scheiße. Ich hab nicht richtig ausgeholt. Nein. Oh. Das war jetzt zu hastig. Da habe ich jetzt zu hastig agiert. Beim Reinchippen. Jetzt ist das Problem, ich habe so, also ich schlag den Ball praktisch nach unten mit der Laufrichtung vom Green. Darf ich nicht ganz so schnell machen. Das war viel zu schnell. I think you could just chalk that up to bad luck. Unfortunately, that's how it goes. Scheiße, ey, wie erbärmlich. And about 8 feet to the cup. Oh nein! Ooh, I thought that was gonna go. Mann. Komm schon, jetzt hau den da rein. This putt's looking to be about 2 feet. And currently, in today's event, the score to beat is 2 under par. So, müssen wir diese plus 6 noch irgendwie ausbügeln. Scheiße. Bisschen auf den Wind achten. Kann ich den ruhig hier drüben hinhauen, der wird dann da rechts irgendwo landen. Ich habe immer so einen Rechtsdrall. Meiner Meinung nach bin ich hier gerade, aber anscheinend nicht. Rollt ganz gut links runter. Der Wind macht mir ein bisschen zu schaffen. Es geht 9 Fuß nach unten, glaube ich. Das 9 Yard oder 9 Fuß nach unten, ich weiß es nicht. Versuch's mal mit dem 240er und hau nicht ganz so dolle dran. Ach, ich bin doof. Das war ein Riesenfehler, den ich gerade gemacht habe. Warum fällt's mir immer erst hinterher ein? Ich weiß es nicht. Der geht nach oben. Das heißt, der wird nicht so weit rollen. Landet vielleicht noch im Green. Ach, ja. Kleiner Sprung rein, aber wieder raus. Es läuft gerade überhaupt nicht gut. Bin sehr, sehr unzufrieden mit meiner Leistung. Auch das hätte wieder weiter sein müssen. Scheiße, ey. Schon wieder bei plus 1 jetzt. About 3 feet away. Oh, es läuft wirklich sehr, sehr schlecht. Plus 8. Current leader sits at. Wir haben noch 10 Löcher. Schwierig jetzt, hier 10 Birdies zu machen, um auf Even Par zu kommen. Das wird nicht so einfach, das. Warte mal. Ah, oh, der war schön gerade. And nicely done, looking like we'll have some fairway here. Ja, der Ärger ist mindestens genauso groß wie die Glücksgefühle, wenn es denn mal gut läuft bei einem Schwung. Das ist auch wieder ein Fünfer. Hau ich den da hinten hin? Beziehungsweise da so. Ja, das passt, plus Wind. Ich bin der Meinung, ich gehe mit dem Daumen schon nach links auf dem Gamepad. Aber irgendwie haut er den trotzdem immer leicht nach rechts. Man kann einstellen, ob man mit dem rechten oder mit dem linken Stick schlägt. Also ob man den von unten nach oben schwingt. Das macht bei mir nicht so viel aus. 82. Dann nehme ich lieber den hier, wenn ich ehrlich bin. Here's a pitching wedge. Da habe ich lieber einen Schläger höher genommen und das zahlt sich sogar aus mit dem anderen. Da ich vor dem Green wieder im etwas tieferen Rasen gelandet. Richter fällt ganz schön nach rechts ab.
this putt's about 7 feet to the cup. Ja. And the par putt will drop. Sehr gut. Ein Paar, immerhin. And as we look at the leaderboard, our current leader today is sitting at one under. That's the score to beat. Komm schon. Birdie werden wir doch heute mal noch packen. Plus 12. Boah. Kann ich da hinten ruhig hinprügeln. Oh, das war nicht gut. Dürfte nach rechts springen? Ja. Ah, super. Glück gehabt. Jetzt habe ich nämlich mit Absicht weiter nach links beim Schlag gemacht, damit er gerade kommt, aber war schon wieder ein Stück zu viel. Wie gesagt, das ist relativ empfindlich. Plus 11, 136, 131, 120. And here's an 8 iron. Ich geh kaputt, ey. Das wäre ein Igel gewesen. Immerhin ein Birdie rausgeholt. Es gibt immer so Platzherausforderungen. Oh, sind wir schon mal auf plus 7 runter. Ja, aber gut, ne? Freut mich ein bisschen. So, 11. Meilen pro Stunde, ja, nicht ganz so weit durch mein Rechtsdrall. Ich hab nach gerade ausgeschlagen, ne? Weiß ich nicht. Durch den Wind ist er trotzdem gerade gekommen. Ja, nicht ganz so weit nach rechts, bitte. Halt! From about a buck 50. Ja, doch, können wir eigentlich so lassen. And looks like a 6 iron. Och, komm, wo rollt denn der noch hin? Well, this one's still quite far away, but it is definitely on the green. Ich versuche den jetzt bloß da in die Nähe zu bringen. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Oh, oh, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Bin ich zufrieden. Oh my goodness, nothing to be ashamed of there. That was a good long one, but oh, it almost went. Now let's take a look at the leaderboard. Weiter. Okay, now moving 7 on Löcher to the 11th. Ich hau den immer so weit nach rechts, also ich hab das ich kann es eigentlich mit dem rechten und mit dem linken Stick ähnlich gut abschlagen. Vielleicht sollte ich nochmal auf den linken wieder umschalten, dass ich da vielleicht einen geraderen Schlag habe. Ich habe das früher auch schon immer gewechselt. Das könnte man schon immer entscheiden, ob man mit dem rechten oder mit dem linken Stick den Schwung holt. Das ist mir jetzt zum Beispiel ein bisschen zu unsicher, dahin zu schlagen. Wenn ich jetzt wieder einen Rechtsdrall habe plus den Wind, lande ich vielleicht da drüben. Wenn ich dann doch einen Linksdrall habe, weil ich es zu sehr betreibe, könnte ich vielleicht dort ins Wasser. Da gehe ich lieber ein Stück zurück. Schlag den nicht ganz so weit. Und da gehe ich dann lieber auf Nummer sicher. Ja, ruhig hier drüben so hin, das ist überhaupt kein Problem. So, sollte passen. Einfach erstmal weiter vor. Ich habe jetzt eindeutig nach links, aber ist egal. Weiß nicht, ob man den Controller irgendwie kalibrieren kann oder sowas. Oder vielleicht liegt es am DualShock. From here, 110 yards to the pin. Going with the pitching wedge here. Naja, immerhin. From 19 feet away. That one's
that's too bad. Das war knapp, ne? Schade, wäre noch mal ein schöner Birdie gewesen. Na gut, neues Ziel. Even Par können wir uns, denke ich, abschminken. Müsste es jetzt mit viel Glück und Zufall zugehen. Alleine das wird schon schwierig, dass der nicht da hinten runterrollt. Ja, mal gucken. Ich hau den jetzt einfach mal hier so hin. Rechts 3 eingerechnet. Ja. Halt! Ist okay. This putt is for birdie. Jetzt geht's hier wieder so weit runter, ne? Das heißt, er kann, wenn ich jetzt zu dolle schlage, wieder viel zu weit nach rechts oder nach unten rollen. Deswegen da lieber ein bisschen langsamer. Seht ihr, der rollt trotzdem noch ewig weiter. And about 19 feet to go here. Oh, no. Just doesn't want to. Man. This one's about 2 feet from the cup. And now let's take a look at the leaderboard. Plus 8 wieder. Sehr gut. Noch ein Bogey. Down in the standings after that hole. Gut, bei 12 Meilen pro Stunde Gegenwind. Könnt doch aufs metrische System, könnt ihr auch umstellen. Ich hab bloß... Hey, komm. Ah gut, passt. Ich hab bloß auf Yard gelassen, weil ich es einfach beim Golfspielen so gewohnt bin. Nee. Gibt nämlich direkt einen Strafschlag, wenn der ins Wasser rollt. Ach, Gott sei Dank. Jetzt muss ich ein bisschen Glück haben. 20 oder so. Und der war gut. Und zu weit links. Hat der Wind jetzt nicht so viel ausgemacht auf die kurze Distanz, aber bin zufrieden, dass er einigermaßen bis aufs Green gekommen ist. And that approach is on with a lengthy putt. Geht wieder nach unten. Mist. Es gab, ich weiß nicht, ich glaube, das gibt's hier nicht, diese Sicht, dass ich mir von unten jetzt noch mal eine andere Sicht angucken kann. Halt von direkt unten vom Schläger, dort wo der Ball liegt, einmal so geradezu. Nur an dieser Linie finde ich es trotzdem manchmal ein bisschen schwierig. Oh, Gott sei Dank. Oh, der ging mal zu unserem Gunsten rein und nicht wieder gerade raus. Bleibt bei plus 8. Ist okay. Bin ich, wenn es so bleibt, trotzdem noch zufrieden. Obwohl wir tatsächlich ein bisschen Pech jetzt hatten. So zwei, drei Schläge, die gerade so wieder raus sind. Einmal ganz knapp am Eagle vorbei. Das wären dann nämlich minus 2 gewesen. Na gut, mal schauen, was wir noch reißen können. Sind ja noch, was ist das, 14. Loch, 15. Loch? Ich glaube, das 14. Ja. Das ist ein 5er, aber da komme ich... echt lieber auf Nummer sicher gehen. Den erstmal irgendwie hier hinten hinschlagen. Ja. Shot with the pitching wedge. Oh. Ich glaube, den Schlag hatte ich falsch gestellt. Too much club. Ja, komm, roll bis ins Wasser. Roll bis zurück. Bis zum Anfang. And about 17 feet left to go. Ooh, inches away.
This putt's about a two-footer here. Leider keine gute Runde, plus 9. Drei Löcher noch. Vier Löcher noch. Können wir, denke ich, so lassen. And this shot's looking promising. And a buck 90 out here. Uiuiuiui. Going with the hybrid here. Doch noch zu weit. Schade. Hätte gerade so klappen können, aber war, ist okay. Ist okay. Wupp. Oh, was mache ich denn? Ich schlag den auch wieder zurück. Wie dumm. Das war einfach zu doll. From 26 feet. Na ja. 5 feet to go here. Oh goodness, that was almost in. Alter, das ist so eine Scheißrunde. Die ersten paar Löcher waren noch echt okay. Dann ab dem zweiten, dritten Bogey ging es echt bergab. Schade, läuft nicht so gut heute. Ist immer ein bisschen formabhängig manchmal, wie halt im echten Leben. Oh, der war schön gerade. Schade. Aber ist okay. Bloß haut wieder mit dem Putten nicht hin. Boah, das ist halt so schwierig, ne? Oh Gott. Andere Richtung. Alright, 20 feet out. Oh. Oh. Ooh, unfortunate. Ja, jetzt ist eh alles egal. Schon alles verloren bei der Runde. Schon lange. Aber es macht trotzdem Bock. Plus 12. Wow. Wieder knapp daneben, ne? Oh, fuck! Ah, ja, ich hab den Schlag auch noch verzogen. Jetzt loch endlich diese scheiß Knulle ein. So. Zwei Löcher noch, 128. Hole in one. Shot's looking pretty good. Okay, he's putting now.
And about 11 feet to go here. Ach, geht wieder bergab, wie ich das hasse, ey. Oh nein! Just doesn't drop. Das war zu dolle. This one's a 9-footer. Och komm! Oh my land, that was a very close. And the putt will drop. Noch ein Bogey, ich fass es nicht, ey. Plus 5. Oh Gott, ey, zeig das bloß keinem. Plus 15. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht. Na gut, letztes Loch. And I think he'll like that. And about 190 yards to the pin. Looks like the hybrid is on display here. Oh. Also bis dahin klappt's halt immer gut, ne? Das Putten versau ich mir halt selber so enorm jedes Mal. Driver. Na gut, beim letzten Loch nochmal ein Birdie rausgeholt. Immerhin, super. Fürs letzte Loch, super. Der Rest war ganz, ganz schlecht. Plus 14 ist wirklich absolut miserabel. Aber, gut, war viel Wind. So viel Wind hatte ich jetzt hier bei noch keiner Strecke, weil es auch erst die dritte Runde, die ich mal gespielt habe. Lief okay. Ja, passt. So, man kann auch den Platz bewerten. Oder einfach weitermachen. Preisgeld 28 bloß. Bei den anderen, da gab es wenigstens, als ich mal noch schlechter war, gab es immerhin noch über 800, über 200. Na gut, das war's mal für eine Runde von heute, für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hat mir trotzdem Bock gemacht, waren Höhen und Tiefen dabei, mehr Tiefen als Höhen. Aber die paar Fahnenstangen-Abpraller, die waren nicht schlecht. Gut, vielleicht habt ihr Bock auf noch eine Runde, ich glaube, ich nehme direkt auch sogar noch eine auf. Und ja, vielleicht läuft die dann besser. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.